So, meine Freunde, ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Heute, da ich schon mehrfach hier die Anfrage gekriegt habe, möchte ich mit euch ein bisschen die Garry's Mod-Problematik mit dem Hammer-Editor durchkauen, und will euch einfach mal heute mal zeigen, wie man jetzt eigentlich den Hammer-Editor für Garry's Mod richtig einrichtet. Das ist ein bisschen durch das Steampipe-Update ein bisschen komplizierter geworden, als es sein müsste. Aber alles kein Problem, kriegen wir hin. Und ja, fangen wir mal an, würde ich sagen. So, als erstes gehen wir in Steam in unsere Bibliothek, in unsere Library. Haben dann auf der linken Seite unsere ganzen Spiele. Und hier oben ist ein Reiter, der heißt Spiele oder Games. Je nachdem, welche Sprache euer Klient hat, da klicken wir drauf und wählen Tools aus. In den Tools haben wir hier eine ganze Liste, je nachdem, wie viele Spiele ihr habt, unter anderem davon abhängig. Hier seht ihr jetzt Global Offensive SDK und Source SDK. Das sind die beiden, mit denen ich halt gearbeitet habe. Ist aber auch, naja, egal. Was wir brauchen ist Source SDK Base 2013 Multiplayer. Den ladet ihr euch bitte runter. Das Ganze ist, weiß Gott, wie groß. Steht hier auch wahrscheinlich nicht. Nein. Es ist auf jeden Fall irgendwas bei 3 GB oder so. Hat jeder von euch. Jeder, der mindestens ein Source-Spiel besitzt, hat hier Source SDK Base 2013 Multiplayer. Das ladet ihr euch runter. Und Garry's Mod natürlich. Logischerweise. So, wenn ihr das getan habt, dann habt ihr in eurem Steam-Ordner, und zwar unter Steam, Steam Apps Common, den Ordner Source SDK Base 2013 Multiplayer. Da sehen wir es auch, 3 GB, 3,04. Jo, da gehen wir rein und da gehen wir in den Ordner Bin. In dem Ordner Bin haben wir, wenn wir ein bisschen runterscrollen, die Hammer-Echse. Ja, die wollen wir jetzt starten. Das kann sein, dass wenn ihr das erste Mal startet, der euch fragt, für welches Spiel ihr den Hammer starten wollt. Da ist es egal, was ihr auswählt. Wichtig ist, ihr startet das Ding erstmal. So, das drücke ich mal weg. Gut, im Hammer-Editor müssen wir jetzt das Ganze für Garry's Mod konfigurieren. Das heißt, wir gehen jetzt auf Tools, gehen in die Options. Und sehen jetzt hier, wir haben Konfiguration für Half-Life 2, für Half-Life 2 Deathmatch und Source Test, was auch immer das ist. So, wir wollen jetzt aber nicht für Half-Life 2 und auch nicht für Half-Life 2 Deathmatch oder Source Test, wir wollen für Garry's Mod. Das heißt, wir gehen hier auf Edit, gehen auf Add und geben den Namen ein für das Spiel, was wir mappen wollen, in dem Fall Garry's Mod. Und bestätigen das Ganze mit OK und mit Close. So, wenn wir das gemacht haben, haben wir hier in der Liste, haben wir Garry's Mod drin. Da ist erstmal alles leer. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Game Data Files und die ganzen anderen Geschichten müssen wir da hinzufügen. Und zwar von Garry's Mod, nicht von irgendwas, sondern von Garry's Mod. Da fangen wir mal bei den Game Data Files an. Was sind die Game Data Files? Das ist alles das, was er braucht. Sagen wir mal Entities etc. pp. Klicken einfach auf Add und kommen direkt in unseren Source SDK Bin Multiplayer, Multiplayer Bin Ordner. Und hier sehen wir, wir können nur FGD-Dateien auswählen. Das sind diese drei hier. Die wollen wir jetzt aber nicht auswählen. Wir wollen ja für Garry's Mod mappen. Das heißt, wir gehen einen Ordner zurück auf Common, in den Ordner Garry's Mod und in den Ordner Bin. So, und hier sehen wir drei Geschichten. Base, Half-Life 2 und SDK. Die nehmen wir jetzt alle und fügen die alle hier hinzu. Jetzt bin ich schon wieder im falschen Ordner gelandet. Garry's Mod, Bin, Half-Life 2, Add, Common, Garry's Mod, Bin, SDK. Und ganz wichtig, wobei ich weiß nicht, ob es ganz wichtig ist, aber sollte man schon machen, denke ich. Common
Garry's Mod und dann in den Ordner Garry's Mod. Und da hier ist auch noch eine FGD-Datei drin, ganz unten, die heißt Garry's Mod FGD. Die wollen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. So, dann haben wir hier vier FGD-Dateien drin. Ja, drei aus dem Ordner Bin und eine aus dem Ordner Garry's Mod. So, Default Point Entity Class wird sein, jetzt muss ich kurz überlegen, Info Player Start. Ja, das ist das erste Entity, wenn ihr hier auf das Entity Tool klickt, was dann in der Objects Liste drin ist, was ihr setzt. In dem Fall wäre das zum Beispiel der Player Start von dem Half-Life Mod, nämlich Garry's Mod. Das ist Info Player Start. Und Default Solid Entity Class, achso, Func, sagen wir, Func Detail. Das ist das, was als erstes kommt, wenn ihr Tie to Entity macht, also ein Brush zu einem Entity. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt und gerade anfangen zu mappen, kein Problem, tragt einfach das beides ein, das hat seine Richtigkeit. Default Texture Scale lassen wir auf 0,25, Default Lightmap Scale lassen wir auf 16, das ist richtig so. Cordon Textur, hier brauchen wir unsere Skybox, das heißt, wir gehen auf Browse und geben im Filter ein Tools. Und dann Tools Skybox, genau. Haben wir sie ja. Tools slash Tools Skybox. So. Dann brauchen wir die Exe von Garry's Mod, damit er weiß, welches Spiel er oder welche Exe er starten muss, wenn wir das Ganze rendern. Dazu gehen wir in unseren Steam-Ordner. Der ist bei mir irgendwo auf D hier verbuddelt. Da haben wir ihn. Steam Apps. Common. Garry's Mod. Garry's Mod. Ach Quatsch. Einfach nur Garry's Mod. Reicht. Ja, D, Steam Apps, Common, Garry's Mod. Game Directory, da brauchen wir den Unterordner. Wieder D oder wo auch immer das bei euch ist. Steam Apps, Common, Garry's Mod. Und dann Garry's Mod. Ja. Okay. Das ist Garry's Mod slash Garry's Mod. Und hier haben wir, wo die Maps dann hingehen sollen. Das heißt, wieder D, wieder Steam Apps, Common, Garry's Mod und dann hier irgendwo unten Maps. Ja, Garry's Mod slash Maps. So, sagen einmal übernehmen, dann sagt er uns, wird nur gültig, nachdem wir das Programm neu gestartet haben. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen jetzt noch die Build Programs einstellen. Das sind die Programme in Anführungsstrichen, die er braucht, um die Map zu rendern. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Build Programs und sehen, wir brauchen die BSP, die VES und die RAD. Und natürlich das Spiel nochmal. Das heißt, wir machen die ganze Geschichte nochmal mit einem kleinen Unterschied. Kommen wir gleich zu. Erstmal nehmen wir die Game Executable. Die befindet sich in Garry's Mod. Ja, Steam Apps kommen in Garry's Mod. Und dann ist das Half-Life oder HL2.exe öffnen. Die BSP Executable, die lassen wir mal eben außen vor. Wir gehen mal eben weiter mit VES, mit der VIS. Gehen auf Browse. Die befindet sich im Ordner Bin, ganz unten, unter VVIS. Öffnen. Dasselbe mit der RAD. Auch wieder ganz unten. VRAD.exe. So, die BSP-Datei, die VBSP, die gibt es hier nicht in Garry's Mod Bin. Ja? Ihr seht, hier ist keine VBSP-Datei. Das heißt, wir gehen jetzt einen Ordner zurück, beziehungsweise zwei in den Common. Gehen in unseren Source SDK Base Multiplayer, gehen hier in den Ordner Bin und wählen von unten aus VBSP.exe. Fertig. Und
place compiled maps in this directory, bla bla bla. Wieder das Map-Verzeichnis D, oder wo immer das bei euch ist, Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod, Maps. Maps. Und okay, dann weist er uns nochmal darauf hin, dass die Konfiguration erst nach einem Neustart wieder funktioniert. Aber das macht nichts. So, jetzt schließen wir das Ganze. Und jetzt gibt es noch eine Änderung. Und zwar braucht ihr, wir gehen wieder in den Ordner Common, Garry's Mod. Ihr braucht eine Änderung in der Game-Info-Textdatei. So, die neue Game-Info-Textdatei sieht jetzt so aus. Die sieht bei euch anders aus. Definitiv anders. Also ungefähr, wenn ich mich jetzt zurückerinnern müsste, ungefähr das fehlt alles. Das kommt alles dazu. Ich packe euch das Ganze in die Beschreibung unten rein. Könnt ihr euch rauskopieren. Beziehungsweise per Link auf Webseite und so weiter und so fort. Das heißt, ihr geht einfach in die Game-Info-Textdatei rein mit einem Texteditor und kopiert und fügt die neue Game-Info ein. Datei speichern, fertig. So, wenn wir das gemacht haben, dann starten wir jetzt. Wenn ihr jetzt für Garry's Mod mappen wollt, müsst ihr über Source SDK Base 2013 Multiplayer bin über die Hammer-Echse. Das heißt, hiervon könnt ihr euch zum Beispiel eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen und nennt die, was weiß ich, Garry's Mod Hammer Editor oder so. Und dann sollte das Ganze im Prinzip funktionieren. Nochmal vorsichtshalber der Check, ob auch Garry's Mod eingestellt ist. Sieht alles gut aus, hier sieht auch alles gut aus. Das heißt, wir testen das jetzt einfach mal und legen uns eine neue Map an. Wenn ihr übrigens diese Raster nicht seht, dann habt ihr schon irgendwas falsch gemacht. Das heißt, nochmal kontrollieren, alles Schritt für Schritt nochmal durchgehen. Ich lege jetzt hier einfach mal so einen hässlichen Raum an. Das Ganze speichern wir jetzt als... Und hier sehen wir schon, er bringt uns gleich in den Maps-Ordner. Von Garry's Mod speichern wir jetzt unter Test 2. Einen Test habe ich schon. Speichern und Run Map. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr dieses Fenster hier kriegt, dass ihr unten links auf Expert klickt. Dann kriegt ihr dieses Fenster. Sieht ein bisschen komplizierter aus, ist es aber eigentlich, ist es genau dasselbe, nur ein bisschen detaillierter. Und hier oben in Configurations einfach auf Default und dann Go. So, dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt müsste Garry's Mod starten. So, Node Graph, bla bla bla, unwichtig, kommt nicht mehr, wenn ihr die Map öfter startet. Und wir sehen, wir sind so ziemlich in Garry's Mod mit einer Map. Sollte funktionieren. Gut, ich freue mich über ein Abo, wenn ich euch helfen konnte. Ansonsten lasst mir einen Kommentar da über das Video, über wie es euch geht und natürlich wie immer, was ihr in Zukunft sehen wollt, würde ich mich freuen. Ja, ich bin jetzt auch, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich Tutorials wieder nur am Wochenende machen kann. Aber das kann ich mal in einem anderen Video klären. Und nicht in diesem hier. So, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und viel Spaß beim Mappen. Macht's gut. Ciao.